Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich einen schottischen Rubin für euch. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um den Glenmorangie Quinta Ruban. Die Brennerei steht kurz hinter Tain in den schottischen Highlands und in dem ganzen Gebiet wurde schon seit dem Mittelalter illegal Alkohol gebrannt. 1837 haben dann die Brüder John und William Matteson die Brennerei gegründet und von jeher war Glenmorangie immer sehr, sehr erfolgreich. Also sie sind zwischendrin, haben sie McDonald & Moore gehört, mussten nur einmal schließen zwischen 1931 und 1936 aufgrund des American Prohibition Acts. Und 2004 ging die Brennerei an Moët Hennessy über. Die haben die Marke nochmal komplett überarbeitet, aber wie gesagt, durchgehend erfolgreich. Entsprechend gibt es relativ wenige oder wirklich nur sehr selten unabhängige Abfüllungen von Glenmorangie auf dem Markt. Die Brennerei zeichnet sich besonders durch die höchsten Brennblasen Schottlands aus. Sie haben 6 Spirit und 6 Wash Stills. Und wenn man in diesem Spirit Room oder Still Room steht, das ist fast wie eine Kathedrale. Also überall ist so orangenes Licht, man hat diese leichte Wärme, diesen angenehmen Geruch. Und das ist ein sehr beeindruckender Ort einfach gewesen. Außerdem benutzen sie immer noch Lagerhäuser mit Erdboden und sind eine der innovativsten Brennereien, was die Benutzung von Fässern angeht. Also da haben sie sich ein extremes Know-how aufgebaut, haben auch extrem viele Experimente immer. Der Quinta Ruban ist zwischen 40 bis 50 Euro ist er erhältlich, gehört zur Core Expression, also der Standard Range von Glenmorangie. Dazu gehört außerdem der Glenmorangie Original, der Nectar d'Or und der Lasana heißt der, glaube ich. Entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche. Genau, dann gibt es noch die Prestige Expression. Das sind dann die ganz teuren, edlen Tropfen, die hohe Kunst des Brennens, wie Glenmorangie schreibt. Dann haben sie noch eine Private-Abfüllung, Private-Edition. Das ist ein jährlich wiederkehrendes Whisky-Experiment, das immer limitiert ist. Dann gibt es noch Travel Retail, das ist hauptsächlich in den Duty-Free-Shops auf Flughäfen und so erhältlich und beschäftigt sich viel mit der Historie und der Region von Glenmorangie. Und dann gibt es noch andere Limited Editions. Genau. Quinta Ruban ist gälisch und bedeutet Rubinrot. Und das ist der Whisky auf jeden Fall. Also der ist extrem dunkel und also ich kann den hier auch so ein bisschen tarnen, ne? Sieht keine Sau irgendwo. Er ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 46%, damit ein bisschen eine höhere Trinkstärke. Was haben wir noch zu sagen? Aha, genau. 12 Jahre Alter, Highland Single Malt Scotch Whisky, 10 Jahre im Ex-Bourbon Cask gereift und dann 2 Jahre im Ruby Port Pipe gefinished. Ruby Port ist ein Verschnitt relativ junger Jahrgänge von Port und die extrem dunkle, diese rubinrote Farbe zeigt geringe Oxidation und geringe Reife einfach und bringt sehr junge, frische Obstgeschmäcker mit in den Whisky. Nun geht's auch schon los. Also das Erste, was mir wirklich so in den Kopf kommt, ist wirklich dieses frische Obst, trotzdem irgendwas Rötliches. Also jetzt keine frische Banane oder sowas, nichts Exotisches, sondern wirklich dieses rötliche Früchte einfach. Auch so ein bisschen roter Apfel, Beeren. Dann hat man so diese leichte Holznote mit drin. Es ist sehr fruchtig und sehr frisch einfach.
Und trotzdem habe ich im Hintergrund so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, kennt ihr so feuchte, modrige Keller? Aber auf so eine ganz angenehme Weise. Ich finde, viele Lagerhäuser in Schottland riechen so. Wenn man dort reinkommt, man hat diesen leichten Geruch nach Angel's Share in der Luft und hat das ganze Holz, das unglaublich intensiv riecht und trotzdem dieses kühle, feuchte, modrige schottische Boden. Das ist so ganz leicht im Hintergrund und ich finde das immer total schön. Das habe ich bisher immer nur ganz intensiv bei Scotch gehabt, diesen Geruch. Und es ist einfach immer wieder dieses Gefühl, dort irgendwo in einem Lagerhaus zu stehen und das ist einfach toll. Also modriger Keller ist für mich toll, ne? Merken. Ich habe jetzt letztens in einem Tasting eine Riechübung gelernt, wie man so ein bisschen hinter den Vorhang schauen kann, gerade wenn man sehr intensive Whiskys hat, zum Beispiel sehr rauchige Whiskys. Bei Artback kann man das zum Beispiel top machen. Da nimmt man die Nasenspitze einfach oben ans Glas ran und versucht so ein bisschen darüber die Kopfnoten zu erriechen. Und ich probiere das jetzt immer mal bei jedem Whisky aus und gucke so, merke ich einen Unterschied, merke ich keinen Unterschied. Das finde ich ganz interessant, wenn man das immer mal so mitprobiert. Und hier kommt jetzt so was leicht. Das Süße wird so ein bisschen weniger frisch, so ein bisschen schwerer, so wie man das bei Honig oder Karamell hat, aber wirklich nur ganz, ganz dezent. Also ich finde, das frische, obstige ist hier intensiver. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, man sollte, auch wenn es zum Beispiel eine Fassstärke ist, den Whisky mindestens 10 Sekunden im Mund lassen. Irgendwann hört das Brennen auf. Das ist wirklich so. Und dann verteilt man den schön. Es ist klar, es ist schwer mit dem Schmecken, weil grundlegend haben wir ja nur süß, salzig, sauer, bitter und Umami, dieses ganz Interessante, was auch immer das ist. Den habe ich jetzt lange verteilt im Mund und da kam erst so leichte Holznote, so ein ganz entspanntes Hallo und dann kam zwischendrin so dieser leichte frische Obstkick, wo ich mir so gedacht habe, oh, das könnte ja fast ein Cocktail sein, so nach dem Motto. Und dann kam wieder der Keller durch, dann ging es so ein bisschen tiefer ins Holz rein. Und es wurde muffiger und ein bisschen dunkler und dann wurde er wieder ein bisschen frischer. Also der tanzt so richtig schön auf der Zunge hin und her. Es ist natürlich ein relativ milder Whisky trotzdem. Und im Vergleich zum Beispiel zum Glenmorangie Original finde ich den, muss ich ganz ehrlich gestehen, interessanter, weil der Standard kam mir ein bisschen flach vor, geschmacklich. Es war halt so dieser, ja, Bourbon Cask fertig. Und der hier, der hat so eine schöne Mischung drin. Und meistens beschreibe ich meinen Whisky ja als Achterbahnfahrt. Da hat man wirklich so einen Geschmacksverlauf. Und hier ist das mehr wirklich wie ein Tanz. Also er kommt immer mal so, du, 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 und dann wieder hier und dann, ah, wieder doch da. Und finde ich total cool. Ich habe gestern die dritte Staffel von Outlander zu Ende geguckt und ich musste gerade an Kokosnüsse denken. So diese Verbindung aus Schottisch, dann diesem süßen Whisky und dem Holz und dann gestern noch das Finale der dritten Staffel im Kopf und da sind die auch gerade auf Jamaika. Und das hat mich jetzt gerade total an Kokosnuss und irgend so was exotisch-tropisches erinnert. Er kann aber auch holzig bitter sein. Also er hat viele, viele Facetten, die er auch nicht immer zeigt. Also es ist wirklich so ein, ja, heute hier, morgen da. Aber trotzdem
ist er immer auf jeden Fall lecker. Also, dreieinhalb von 4 Punkten, weil ich einfach schon noch geilere Speyside Whiskys getrunken habe. Mein Favorit unter den Speyside Whiskys ist aktuell übrigens der 15 Jahre alte Cardew. Und dann kommt der 18 Jahre alte Glenfiddich. Aber der Quinta Ruban ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mit. Finde ich, ist ein sehr, sehr leckerer Whisky. Für den Geschmack jetzt 3,5 von 4 Punkten für ihn. Preis-Leistungsmäßig kommt es drauf an. Also ich habe ihn, wie gesagt, für 40 € schon gesehen. Das finde ich ist vollkommen in Ordnung für den Whisky. 50 € finde ich persönlich ein kleines bisschen zu teuer. Schwierig. Also dann eher 2,5 bis 3 Punkte für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sagen wir 3 Punkte, weil er ist wirklich einfach ein Top-Whisky. Es ist halt auch einer, den kann man mal so trinken, wenn man sich mehr auf seine Freunde konzentrieren will. Obwohl ich ehrlich sagen muss, würde ich jetzt eher genießen wollen. Ist für mich mehr ein Genieß- als ein Mit-Freunden-Trink-Whisky. Ja, das war der Glenmorangie Quinta Ruban und bis zum nächsten Mal. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei, da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Flange!